Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 13. Spieltag. Der HSV empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim. Wir haben für das Spiel bislang 45.000 Tickets verkauft, davon 420 Gästekarten. Und ich begrüße herzlich unseren Cheftrainer Markus Gisdol bei mir und bitte um Ihre Fragen und kurzes Handzeichen. Dann können wir starten. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Herr Gisdol, wie war es denn, mal leider krank im Bett zu sein und hier das Training ohne... nicht beobachten zu können? Ja, zunächst mal denkt man ja immer irgendwie, man ist aus Stahl und es passiert nichts. Und dann sagen so ein paar kleine Viren im Körper irgendwann mal, es geht nicht. Und dann ist es natürlich bitter. Aber genau für solche Fälle hat man ja dann auch, nicht nur für die, aber auch für diese Fälle dann einen guten Trainerstab, die Aufgaben dann 1:1 umsetzen, die wir vorbesprochen haben, sodass wir da vernünftige Trainingseinheiten durchführen können. Ja, und waren dann 2 Tage und jetzt bin ich ja wieder da. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Ja, auch wenn das möglicherweise banal ist, aber das kommt so selten vor. Wann waren Sie ja nicht das letzte Mal krank? Und irgendwie ist echt komisch, ne? Ich kann mich nicht erinnern, jemals das ein kranker HSV-Trainer erlebt zu haben. Ganz komisch. Weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Passiert auf jeden Fall nicht so oft, aber ja, ist leider passiert. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Dritte und letzte Krankheitsfrage, was machen die kranken Spieler? Ja, denen ging es, glaube ich, ähnlich wie mir. Ich glaube, bei André ist es sogar noch ein bisschen schwieriger. Bei André Hahn sieht es so aus, als wenn es fürs Wochenende nicht reichen würde, so wie der Doc mir sagt, und bei Aaron haben wir Hoffnung, dass er heute das Training wieder aufnehmen kann, und dann muss man sehen, wie die Belastung dann, wie sein Körper reagiert auf die Belastung. Das sind die beiden Kranken, glaube ich, gewesen. Thorsten Vorbau nochmal. Wenn wir gerade Aaron Hunt ansprechen, Sie haben ja viele emotionale Spiele beim HSV in dieser kurzen Zeit erlebt. Das gegen Hoffenheim, das Heimspiel hier, gehört sicherlich auch dazu. Auf Aaron Hunt würden Sie dann wahrscheinlich ungern verzichten, weil der hat ja damals beide Tore geschossen. Also zunächst mal, das Spiel ist jetzt ein Weilchen her natürlich, aber natürlich haben wir auch gute Erinnerungen daran. Vor allen Dingen der Ausgang des Spiels war für uns sehr gut. Aber in so einer Zeit passiert natürlich auch immer eine Menge, und deswegen jetzt davon auszugehen, dass wenn ein Spieler in einem Spiel vor einem halben Jahr gute Leistungen gebracht hat, dass er dann automatisch gesetzt ist fürs nächste Spiel, wenn man gegen die Mannschaft spielt, dann wäre es ja immer einfach mit den Aufstellungen. Also das ist nicht der Fall. Deswegen, ich werde mir das auch anschauen. Wir haben momentan mehrere Optionen in der Offensive, was wir da machen wollen und wie wir uns da für dieses Spiel auch aufstellen. Deswegen ist da noch keine Entscheidung gefallen. Kai Schiller nochmal vom Hamburger Abendblatt. Vor 3 Wochen konnten wir Fragen zum Ex-Club Stuttgart stellen, dann vor einer Woche Ex-Club Schalke, jetzt Ex-Club Hoffenheim. Reicht jetzt ein bisschen mit Nostalgie und den Ex-Clubs? Ja. Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Gisdol, Sie hatten am Sonntag, glaube ich, gesagt, dass Sie so besonders großes Augenmerk natürlich jetzt auch auf die Heimspiele setzen wollen, gerade in diesem Jahr, um da den Anschluss zu halten ans Mittelfeld. Was genau stellen Sie sich da vor, konkret für das Spiel am Sonntag? Ja, dass wir vor allen Dingen unsere immense Heimstärke, die wir über lange Zeit hier entwickelt haben, auch wieder entfalten. Wir haben auch hier jetzt in diesem Jahr, außer gegen die 3 Top-Clubs, die wir hier keine Punkte gemacht haben, trotzdem gute Heimspiele gemacht und im letzten Jahr eindrucksvoll durch unsere Heimspiele uns den Klassenerhalt gesichert. Ja, und an diese Dinge gilt es anzuknüpfen. Wir sind zu Hause eine Macht, wenn wir alles reinwerfen. Es ist sehr schwer, gegen uns hier zu bestehen dann und diese Attribute wieder voll einzubringen in so einem Spiel gegen scheinbar übermächtige oder überlegene Gegner, dann solche Mannschaften auch umzubiegen und die Spiele dann zu Hause zu gewinnen. Noch eine Nachfrage von Lars? Da würde ich gerade einhaken, Stichwort scheinbar übermächtige Gegner. Hoffenheim steht ja auch relativ weit oben. Würden Sie die auch so einordnen oder ist das auch eine Mannschaft mit vielen Unbekannten?
Muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Hoffenheim ist schon eine Mannschaft, die sehr gutes Potenzial hat, die aktuell aber auch ein paar Schwierigkeiten haben, auch in ihrer Systematik sehr variabel sind und da deswegen auch schwer ausrechenbar sind. Sie wechseln auch oft während des Spiels ihre Formation und auch was das Personal angeht, viel Wechsel. Ich rechne jetzt zum Beispiel auch nach dem Spiel gestern, dass eventuell Gnabry und Uth dann wieder in der Anfangsformation stehen am Sonntag. Zwei tolle Spieler und einfach auch das Gesamtkonstrukt, der gesamte Mannschaftsverbund schwer ausrechenbar ist. Und das macht es natürlich nicht leichter, gegen diese Mannschaft zu spielen. Florian Rebin von der Mopo. Ja, nochmal zum Spiel gestern von Hoffenheim in Braga. Haben Sie sich das angeschaut und glauben Sie, dass das schon Spuren hinterlassen kann? Im Sommer standen die ja noch in der Champions League-Qualifikation, die Hoffenheimer. Jetzt ist die Europa League-Saison für die eigentlich gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht das Innenleben der Mannschaft genau und insgesamt, wie die Situation sich im Verein darstellt. Niederlagen sind nie schön zu verkraften, das ist keine Frage. Auch so ein Spiel wie gestern, natürlich haben die sich ausgerechnet, dass sie dort was mitnehmen, um dann im letzten Spiel nochmal die Chance zu haben, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Klar, es ist jetzt schade für Hoffenheim, dass dieser Europatraum jetzt so schnell dann auch zu Ende gegangen ist. Das hätten sie sich auch anders vorgestellt, aber ich fand trotzdem, dass die Leistung auch gestern nicht so war, dass das unbedingt hätte verloren gehen müssen, das Spiel. Also es hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Kai-Uwe Hesse von der Bildzeitung. Moment. Danke. So fit, dass Sie es ganz normal gucken konnten, oder? Ja, ich habe es angeschaut, ja. Ja, und trotzdem ist es ja überraschend eigentlich, dass eine Mannschaft, die so besetzt ist wie Hoffenheim, in so einer Gruppe Letzter wird, oder? Ja, ist ja noch ein Spieltag zum einen und zum anderen. Ich habe die Tabelle da gar nicht genau im Kopf, was die... Okay, das weiß ich, aber ob sie jetzt dann zwingend Letzter sind, weiß ich nicht. Ist auch dann egal, ob der Dritte oder Vierte, dann wirst zum Schluss vielleicht ein bisschen überraschend, klar. Aber das sind, glaube ich, auch undankbare Gegner gewesen, die Hoffenheim dazu gelost bekommen hat. Vom Namen her, glaube ich, relativ klein, aber von der Leistung und von der Kampfeskraft und von der Leistungsfähigkeit, glaube gar nicht so schlechte Mannschaften, ja, die man dann von Anfang an einfach vielleicht ein bisschen zu niedrig bewertet hat, aber die durchaus auch anständige Leistungen bringen können, wie die Spiele ja jeweils auch gezeigt haben. Nochmal eine Nachfrage von Kai-Uwe Hesse. Nee, gar keine Nachfrage, ein bisschen anderes Thema. Man hat mal jetzt so die letzten Wochen ja auch gar nicht mehr so richtig drüber gesprochen, weil sie teilweise ordentliche Ergebnisse hatten. Jetzt wächst ja alles so wieder so vom Druck, wie es immer ist, wenn man mal nicht gewinnt oder so. Wie bewerten Sie denn die sportliche Gesamtsituation auch dann mit Hinblick, dass es in Freiburg dann ja möglicherweise weitergeht und nicht möglicherweise, sondern sicher weitergeht, aber möglicherweise mit Punkten besser weitergeht so? Ja, ist ja klar, dass der Blick jetzt nur bis Sonntag geht. Und das, was ich ja schon letzte Woche angedeutet habe, wir haben jetzt bis zur Winterpause wissen wir, dass wir drei Heimspiele haben, zwei Auswärtsspiele, dass wir hier nochmal versuchen wollen, so gut wie möglich zu punkten und dass es natürlich am Sonntag damit begonnen werden soll, das ist keine Frage. Und deswegen die Gesamtsituation dann insgesamt immer zu bewerten, das können wir dann wieder machen, wenn Winterpause ist, da können wir dann drauf schauen, wie wir abgeschnitten haben, aber wir wollen alles dran setzen, dieses Spiel am Sonntag zu gewinnen, ja, da jegliche Energie reinzusetzen und nicht an irgendwelche anderen Dingen Energie zu verschwenden. Florian Rebin von der Mopo. Ich denke mal, Albin Ekdal wird ausfallen für den Sonntag. André Hahn, sagten Sie schon, wackelt ein bisschen. Gibt es sonst noch Spieler, die auf der Kippe stehen, wo Sie noch abwarten müssen? Und eine Nachfrage noch, Julian Pollersbeck und Luis Holtby waren ja zuletzt nicht dabei. Wie sehen Sie deren Chancen, dass sie wieder zum Aufgebot gehören? Ganze Menge für einen kranken Trainer, sich zu merken jetzt. Zunächst einmal Pollersbeck und Holtby. Kann doch auch sein, die sind wieder im Kader am Wochenende. Kann aber auch sein, nicht. Ich muss ja jetzt einfach heute und morgen die Trainingseinheiten noch anschauen. Da müssen wir schauen, welches Personal zur Verfügung steht, wie wir spielen wollen und wie wir dann ausgewogen den Kader besetzen.
Das werden wir dann nach bestem Wissen und Gewissen dann machen. Was die Verletzten-Situation angeht, ist es so, dass Albin, das ist noch zu früh am Wochenende, der kann noch nicht eingesetzt werden. Und von daher denke ich, dass sonst alle Mann einsatzfähig sein müssten, die bis auf Hahn, wie ich vorher schon genannt habe. Thorsten Vorbau nochmal. Ich soll auch, wenn der Blick jetzt erst nur bis Sonntag geht, aber im Raum schwirren ja immer noch diese 18 Punkte zur Winterpause, die Herr Bruchhagen mal ausgerufen hat. Das ist ja bei 5 Spielen, die jetzt noch da sind, auch möglich. Ist das so der Fernplan? Mir wären mehr Punkte noch lieber als 18, ist klar. Aber zu der Geschichte auch mal, als diese 18 Punkte fielen, kam Herr Robert Bruchhagen direkt zu mir runter und sagt, er hat nie von einer Maßgabe gesprochen. Ach, das ist ein Wunsch, hätten wir gerne. Wir hätten das gerne, keine Frage. Aber es ist keine Zielvorgabe, die jetzt irgendwie erreicht werden muss oder sonst was. Und das wäre schön, wenn wir das schaffen. Aber ich hätte gerne noch mehr. Mir wäre es lieber, wenn wir 19 Punkte machen würden oder 20. Ja, und deswegen bin ich gar kein Freund davon, immer über einen Zeitraum zu sagen, bis da und dahin müssen wir so und so viele Punkte machen. Das hat noch nie gut getan. Keine einzige Mannschaft tut es gut, wenn du zu weit vorausschaust, sondern denk mal von Spiel zu Spiel, das ist für uns das Wichtigste. Und dann kannst du Step für Step machen. Wenn du dann 3 Punkte gemacht hast, kannst du wieder ans nächste Spiel denken. Ja, aber mehr nicht. Kai Schiller vom Abendblatt. Auch wenn er diesmal nicht getroffen hat, hat wieder auf Schalke wieder sehr gut gespielt. Hat jetzt diese Woche, die letzten beiden Tage wegen Schule gefehlt. Berücksichtigen das, wenn es in Richtung Hoffenheim geht, dass er halt eben diese beiden Tage nicht mit der Mannschaft trainieren konnte? Oder ist das sozusagen eingepreist und spielt keine wirkliche Rolle bei Ihren Überlegungen? Spielt in meinen Überlegungen, seitdem wir uns entschieden haben, dass wir Fiete fest in den ersten Mannschaftskader nehmen, in den Profikader, tatsächlich keine Rolle, weil wir damit wissen, umzugehen. Er hat ja deswegen nicht kein Training. Er hat einmal individuell mit unserem Co-Trainer und Athletiktrainer dann trainiert nachmittags, hat einmal bei der U19 trainiert, wo er ein Mannschaftstraining hat. Das ist sehr wohl. Es geht nicht anders zu handeln. Wir können es nur so machen, um den Jungen dann jetzt schon in unserer Mannschaft auch zu haben. Ich fand aber auch, dass er es auf Schalke wieder gut gemacht hat. Ja, und was die Grundüberlegungen angeht, dann fürs Wochenende spielt es für mich keine Rolle, ob er wegen der Schule einmal nicht trainieren kann oder nicht. Oder doch, hätte ich sagen müssen, oder nicht. Ja. Gibt es noch offene Fragen? Ich sehe keine mehr, dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz.